Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Robocop Rogue City. Ich habe gesagt, wir machen jetzt die Nebenquest und dann machen wir die jetzt auch. Wir helfen mal der jungen Dame, ihren Spind zu öffnen. What seems to be the problem? My damn locker won't open. Can you try? Wait, what is all this shit doing in my locker? We wanted you to be safe out there. Yeah, you guys, very fun. Ich mag die Nebenquests in diesem Spiel. Die sind ja mal super entspannt. Okay. Dann gehen wir jetzt halt doch Mainquest weitermachen. Ich hoffe, ihr wart super gespannt jetzt auf diese Nebenquest. Und habt extra wieder eingeschalten. Für diese spannungsgeladene Mission. Hier. Das sieht ein bisschen aus wie in so einem Versuchslabor. Oh, hier ist, glaube ich, was zum Lesen. Hans Harton Reed. Da die Polizei von Detroit OCP gehört und OCP, wie jedes erfolgreiche Unternehmen, gewinnorientiert ist, muss die Arbeit aller Polizeibeamten kosteneffizient werden. Um Sie und Ihre Untergebenen darüber aufzuklären, wie Sie Ihre Aufgaben so kostengünstig wie möglich erfüllen können, haben wir eine Broschüre mit dem Titel »Lohnt es sich einzugreifen?« zusammengestellt. Wir ersuchen Sie nachdrücklich, sie an die Polizeibeamten von Metro West zu verteilen. Lohnt es sich einzugreifen? Ja, wir können einfach wegschauen. Spart Geld. Glaube ich, immer eine gute Idee. Okay, sonst ist hier nichts. Doch, da hinten ist noch was. Robocop-Programm. Zielsetzung. Das Hauptziel des Programms besteht darin, einen fortschrittlichen, rund um die Uhr einsatzbereiten, mechanischen Polizeibeamten herzustellen. Es soll sich hierbei um eine hybride Lösung aus kybernetischer Technologie und einem menschlichen Gehirn handeln. Das Besondere an diesem Programm ist der menschliche Spender, ein erfahrener Polizeibeamter, dessen Fähigkeiten und Berufserfahrung in den Bordcomputer der Maschine integriert werden. All das wird durch die Nutzung des Gehirns des Spenders ermöglicht. Details: Abteilung Security Concepts. Direktor Bob Morton. Bezeichnung der Einheit OCP, Einheit zur Verbrechensbekämpfung 001. Robocop, menschlicher Spender Alex Murphy. Ich habe Fähigkeitspunkt. Okay, jetzt steht das auch rechts oben. Also entweder, dass ich jetzt Stufe 1 bin, wobei ich gehe von aus, ich war jetzt bis eben Stufe 1. Aber ich habe wohl einen Fähigkeitspunkt. Kampf. Bonus Waffenschaden. Schadensminderung. Nee, warte. Schockwelle. Warte, schalte ich... Nee, das ist mein aktueller Stand, richtig? Ich habe 0% Bonuswaffenschaden, weil ich habe nichts gelevelt. Das heißt, hier so, an dem Punkt, kriege ich die Schockwelle. Und dann da kriege ich Nachladeschlag. Habe ich mir jetzt kurz selber erklärt. Aber danke für eure Unterstützung. Panzerung. Sicherungskästen, um bis zu 50% deiner Gesundheit wiederherzustellen? Und das ist halt, das ist cool. Damit trifft man Gegner, die sich in Deckung befinden, indem man Kugeln von bestimmten Punkten abprallen lässt. Aktiviere die Robocop Vision, um sie zu benutzen. Wobei, wir hatten ja jetzt noch nicht das Problem, dass wir zu viel Schaden bekommen. Ich glaube, ich gehe Richtung Kampf. Ich kann sogar zurücksetzen. Oder auch nicht mehr. Vielleicht nur, solange man noch im Menü ist. There's my favorite walking, talking law enforcement machine. Okay, let's get on with it. Mich doch hier noch kurz gucken. Auch wenn hier einfach nichts ist.
Okay, wir gehen in den Käfig. Why don't you take a seat for me? That's a nasty scar. I'd like to see the other guy. Am I right? You do not. Trust me. Don't mind me. I'll just get this off. So, here's the deal, Robo. The old man is not happy with your performance. Instead of sending you to the scrapyard, as I suggested, he wants to fix you. Hey, pretty boy. You sure know how to make an impression on the ladies. Doesn't it hurt him? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. We can do whatever we want with him. No, madam. It does not hurt me physically. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your systems so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. From now on, your performance will be monitored and graded. So better be on your best behavior, huh? The chip is in. Let's see what we have here. Robocop-Bewertung? Alle Hauptziele abgeschlossen, 1000 EP Sekundäraufträge, ja, nix. Ermittlungen, Geheimnisse des Fernsehsenders Nummer 1 gefunden, Nummer 2 gefunden. Wir haben nicht alle Geiseln gerettet? Haben wir nicht? Schade. Route B. Ist aber schlecht. Eventuell haben wir versehentlich eine Geisel erschossen oder so. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn du ein neues Level erreichst, erhältst du einen Fertigkeitspunkt, mit dem du deine Fertigkeiten ausbauen kannst. Durch den Ausbau von Fertigkeiten kannst du deine Effizienz steigern, einzigartige Vorteile erhalten und vorteilhafte Dialogoptionen freischalten. Drücke K, um den Fertigkeitsbildschirm zu öffnen. Ja, das hatten wir gerade schon. Warte, ich habe... Warte, habe ich jetzt 2 Punkte? Tatsächlich. Und ein bisschen Panzerung machen wir. Aber ich habe jetzt hier Schockwelle. Betäubt Gegner in der Nähe. Well, I can already see some unwanted activity in your hippocampus. We'll have to keep an eye on it. Other than that, everything seems to be installed correctly. To be sure, let's make a simple test to check that all circuits are in order. What are your prime directives? Serve the public trust. Protect the innocent. Uphold the law. Okay, nothing disturbed. However, like with any new upgrade, I recommend visiting the range to check if you need calibration. Is that everything? Actually, no. Doctor? Oh, yes, sorry. My name is Dr. Olivia Blanche. I'm a police psychologist. I specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. OCP wanted to see if you'd be willing to have a talk with me as part of your evaluation. I noticed that a great deal of care has been put into making sure that your mechanical components work. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side, your brain. I agree. If it was up to me, I'd remove it altogether. What do you think, Doctor? Would save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. So what do you say, officer? Is that possibly something that could be of interest to you? I am not sure. Robo, Reed wants everyone in the briefing room in 5. It's about the new guy. Excuse me, Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. But we...
Can't say we didn't try. Interessant. Everyone, ne? Get back to whatever the fuck you usually do around here. Technisch gesehen gelten wir als tot. Also der Mensch an sich ist technisch tot. Deswegen sind wir jetzt der Roboter. Aber wir haben ja noch ziemlich krasse Erinnerungen an unser Leben vor der Metamorphose oder wie auch immer man das jetzt nennen mag. Ich glaube, das ist einfach das Problem in diesem Spiel, mit welchem wir zu kämpfen haben werden. Deswegen haben wir jetzt auch eine Psychologin an unsere Seite bekommen, die mit uns dieses Trauma aufarbeiten wird. Kein Loot, keine Klamotten, die ich hier klauen kann oder so. Wir sind zum Schießstand. Warte, wo geht's hier runter? Da geht's runter. Aber kriegen wir jetzt für jede Hauptmission am Ende so eine Übersicht, wie gut oder schlecht wir abgeschlossen haben? Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das niemals als Let's Play aufgenommen. Note B ist halt richtig schlecht. Es gibt bestimmt S ist top, top, top. Dann kommt A und dann kommt B. Ich habe eine 3 bekommen für meine erste Hauptmission. Können wir die nochmal machen? Rein theoretisch interessiert mich das jetzt wirklich mal. Kann man die wiederholen? Glaube nicht. Schade. Warte, wo? Hier ist der Schießstand gewesen. Ja, 63, kein Problem. Murphy, I heard your schedule for calibration. Step right up and press the button when you're ready. 50 points is what OCP calls a passing grade. Shouldn't be a problem to you. Wir sehen extra nicht an, um eigentlich ein bisschen Zeit zu sparen. Oh oh. Gar nicht gemerkt, oder? Ey, das ist aber gemein jetzt hier, ne? Good job. I'll let the eggheads know that you're good to go. Okay. Trotzdem habe ich mehr als 63. Ha. Muss das. Ich glaube, wir müssen hier regelmäßig mal gucken gehen, ob unser Rekord noch steht. Gut. Dann gehen wir jetzt zum Besprechungsraum wegen dem neuen. So, wo geht's? Hier geht's hoch. Ich habe übrigens schon wieder vergessen, mir den Taskmanager nebenbei aufzumachen. Um einfach mal zu gucken, was meine Grafikkarte so sagt, so temperaturtechnisch und so. It's no secret that crime has been on the rise ever since what the media has named the new guy in town showed up in the city. The word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the Torchheads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing.
That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there! You go ahead, partner. I need to write this report, and there's something else I need to do first. Aha, es gibt Wichtigeres, als unseren Kollegen zu finden? Was bitteschön ist wichtiger, als unseren Kollegen zu finden? Diese Einstellung. Oh, das war noch nicht offen, erstes Büro hier. Erstmal umgucken. Ist das eigentlich so ein Ding gewesen, dass man am Ventilator diese Bänder hat? Um zu sehen, dass er an ist, anstatt einfach auf die Rotorblätter zu gucken? War das so ein Ding oder ist das so ein Ding in Amerika? Gut. Wo soll ich hin? Nach unten. Ne? Ich soll in den Keller. Ach, und es war ja, glaube ich, noch eine Garage. Ja, da ist bestimmt jetzt unser Auto. Ja. Ja, ich gehe erstmal kurz gucken, ob hier vielleicht was liegt, was ich mitnehmen könnte. Nee. Ich hoffe übrigens, es stört euch nicht, dass man die Schritte von Robocop hört. Denn man kann die rein theoretisch auch leiser machen. In den Einstellungen. Aber ich finde es ganz angenehm. Haben wir eigentlich Füße? Nö. Man hört sie nur, man sieht sie nicht. Ja? Came to clean up this city, didn't you? It'd be easier to burn it all to the ground. Mm-hmm. Believe me, just burn it all. Such nach Sot. Sot? Sot? Weiß immer. Ich habe vergessen, wie sie ihn immer genannt haben. So, wir gehen erstmal in die Richtung, in die wir nicht sollen. Einfach mal gucken. Oh. Schade. Da sollen wir hin. Also gehen wir erstmal hier rum und da rum und da und da und da und da und da und da und da. Und dann gehen wir da hin, okay? Aber ich glaube, hier ist tatsächlich gar nicht so viel, was man abseits der Mission entdecken kann. Von daher, vielleicht wird es auch bloß eine kurze Runde. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. Liegt was? Hast du geklaut? The shoes I found in the dumpster behind the megastore. I got 15 bucks for them. Shh, quiet. Unless you want to lose them.
Hä? Er hat 15 Dollar dafür bekommen und der andere sagt, Ruhe, dass du, damit du sie nicht verlierst. Achso, die Dollar. Ich dachte gerade die Schuhe, aber die Schuhe hat er doch verkauft. Darf ich hier sein? Bin mir nicht so sicher. Aber hier ist ja sonst niemand. Da sind noch ein paar Leute. Guten Tag. Haben Sie hier geklaute Waren? No short-term investments. Not in this market. We're looking at an annual return of 9.2% if you diversify your portfolio based on the volatility report. Deferred profit shares are where it's at. Trust me, I know what I'm talking about. But you're homeless. Ja. Und hier war doch gerade ein Lootpunkt, oder? Ja, hier. Das habe ich doch gesehen. Das entgeht mir nicht. Aber wenn hier Loot liegt, dann sehe ich das schon. Ich kann halt auch leider nicht springen. Ich glaube, ich bin zu schwer, als dass ich irgendwie der Erdanziehungskraft etwas erwidern könnte. Also springen ist nicht. Müssen wir eher hier so ein Labyrinth laufen. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe gerade das Gefühl, ich laufe in irgendeine Mission. Weil hier ist... Es war ja voll das Labyrinth. Guck mal hier. Stoß, trinken in der Öffentlichkeit. Public drinking is against the law. Public? But this is my private sofa. I've dragged it all the way from the junkyard. Oh, sind wir Robocop? Sind wir ein Cop oder sind wir kein Cop? Eigentlich müssen wir ja gerade beweisen, dass wir Daseinsberechtigung haben. You need to obey the law. Like it's for you to decide. My place, my law. Sense of entitlement has a negative impact on the ones around you. I think I can live with that. Ah, okay. Sofort eingeschlafen. Gut. Ja, ich glaube, ich spiele richtig. Ne? Also wir sind ein Cop. So. Wir müssen durchgreifen. Wenn hier irgendwas nicht läuft, wie es das Gesetz möchte, müssen wir was dagegen tun. So, was ist hier das Problem? Oh, really, man? You're my best friend. I love you. You really mean that? Oh man, you're the best, I swear. Okay. Da kann ich, glaube ich, nicht viel tun. Oh, was ist das? Oh, was? Diese Kisten. Ich muss aufpassen, ob hier noch irgendwo solche Kisten sind. Bin ich schon an solchen Kisten vorbeigelaufen? Bestimmt. Da hinten auch so eine Kiste? Nee, das ist was anderes. Ah, jetzt hat mich das Spiel ja aber auf was gebracht. Ich sollte gucken, ob hier solche Kisten rumstehen. Mach immer mal meine Robocop-Vision an. Dann wird mir das ja auch nochmal hervorgehoben. Sonst hätte ich das ja jetzt auch gerade nicht gesehen mit der Kiste. Hätte nicht gewusst. Oh, das hier, das mit dem Boden ist ja interessant. Guck mal, der glitzert.
Okay, das ist ein bisschen eklig. Das soll, glaube ich, einfach nur darstellen, dass es nass ist. Aber es ist ein bisschen unschön für die Augen. Eine Katze? Hallo! Du hast komisch das Fell. Also das sieht sehr... Und du hast ganz schöne Oberarmmuskeln. Okay, weiter geht's. Ich habe ein bisschen Orientierung verloren. Wir sind von da hinten gekommen, stimmt's? Sieht ein bisschen aus, als ob das Auto schwebt. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX-6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name. But I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently. But I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? Sie sind nicht belästigt worden. Noch nicht. I can come back with a warrant, but then I will not be knocking. You think that's going to scare me? This is Detroit, for God's sake. People try to threaten me nearly every day. I do not try. You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Danke. Freundlich. Suche nach Beweisen. Standardwerkzeugkasten irrelevant für den Fall. Erforderlich Technik Level 2. Ja, das ist ja jetzt blöd. Was hat denn das damit zu tun? Egal. Okay, das können wir jetzt quasi nicht scannen, aber will ich dann jetzt einfach eigentlich die Mission fertig machen? Weil dann kann ich doch gar keine super Bewertung mehr kriegen, oder? Oder? Autoservice-Dokumente irrelevant für den Fall. Diverse Werkzeuge irrelevant für den Fall. Ich glaube, ich kann das hier noch gar nicht fertig machen. Nee, wartet mal, wir machen das später. Ich will keine schlechte Bewertung bekommen. Das war mir sehr peinlich vorhin mit dem B. Aber ich sehe gerade, die Zeit ist rum. Wir haben schon wieder eine Folge geschafft. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen und ich sage einfach mal, bis dann. Macht's gut. Tschüss.